Aber es ist heute mal ein entspanntes Tower of Hell. Ich schwör's dir, ich box gleich in diesem Bildschirm. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, hau ich dir einfach nur dafür so richtig. Just Cantastic Board Extra Time. Ich sehe das doch. Du bist so ein... Ja! Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Naja, ganz so leise muss ich heute nicht reden. Wollte ich gerade sagen, wir können ja erstmal normal starten. Schon leise, genau. Denn Kahn und ich haben heute eine kleine Challenge vor. Wir werden heute Tower of Hell spielen, aber wir dürfen dabei nicht zu laut sein. Okay. Gar nicht laut, um genau zu sein. Und zwar siehst du ja bei dir auch, du machst das jetzt über OBS, also über unser Aufnahmeprogramm. Und ich habe mir eine App runtergeladen, wo man sieht, wie laut man ist. Und wenn ich jetzt hier so normal spreche, dann bin ich eigentlich so bei 60, 70 Dezibel. Lautstärke. Ich darf da aber jetzt nicht großartig drüber kommen. Also mein Grenzwert, würde ich sagen, liegt bei 80. Ich darf nicht lauter als 80 Dezibel auf meiner App sein. Wie ist denn dein Grundwert, Kahn? Ich schau mal gerade. Also wenn ich jetzt so normal spreche, also das jetzt über OBS, bin ich bei minus 25 etwa. Also du darfst dann wahrscheinlich nicht so über 30 kommen? Also guck mal, wenn ich jetzt normal spreche, bin ich bei minus 25. Wenn ich jetzt leiser werde, dann bin ich natürlich irgendwann so bei minus 35, Ach so, minus ja, 40. Dann bist du bei minus 35. Ja, dann bist das du bei... Ist sehr, so, ja, ich darf also nicht über minus 15 hinauskommen, genau. Ja. Okay, alles klar. Ja, jedes Mal, wenn wir darüber kommen, ihr seht auch meine Dezibel-Anzeige eingeblendet immer, damit ich hier nicht schummeln kann, bekommen wir quasi einen Minuspunkt. Und die Person, die am Ende natürlich mehr Minuspunkte hat, die hat diese Challenge hier wohl verloren. Also ich könnte auch versuchen, OBS bei mir mit ins Aufnahmefenster reinzunehmen. Also ich hab's jetzt mal... Ja, das verschwindet aber bei mir. Oh. Den ist nicht so schlimm. Wir haben ja meins drin. Okay, ich lasse es mal so. Ich lasse es mal so. Ja. Okay, so. Okay, man darf sich... Danja, guck mal, das wird eine ganz ruhige Challenge heute. Man darf sich einfach nicht aufregen. Entspannt. Ne? Richtig. Man muss diesen Tower einfach nur schaffen und vielleicht einfach mal ruhig sein und nicht so wie du so viel erzählen, sondern einfach nur zocken. Ha? Ja, erzählen ist ja gar nicht das Problem, aber ich glaube schon, dass das Problem ist, weil du kannst es dann nicht mehr kontrollieren. Hör auf, mir mal reinzureden. Wir müssen es, ja, glaube ich, und beide auch glaube, einfach das mal so ein bisschen lernen. Ich glaube, das ist ein echt großes Problem, dass du das immer wieder machst. Und sein. Ich glaube, dass viele sprechen tut dir einfach nicht gut, Danja. Und dann noch Tower of Hell spielen, das ist überhaupt nicht gut, glaub mir. Kahn, ich glaube, ja, du ich glaube schon, viel ich mehr glaube als schon. Ich. Und ich glaube, dass du einfach mal deine Klappe halten solltest. Ja, also beleidigen brauchst du ja jetzt nicht direkt, ne? Beide. Ich habe dich überhaupt nicht doch, beleidigt. Du sagst immer, halt deine Klappe. Und das zeigt einfach nur, dass du schwach bist, Danja. Du bist vom Charakter her sehr schwach. Du kommst mit Druck einfach nicht klar. Was ist das denn schon wieder für eine dumme Aussage? Du kommst mit Druck einfach nicht klar, Danja. Nur weil ich dich nicht anschreie? Ja, du kommst mit Druck nicht klar. Warum? Ja. Dass du mich beleidigst und, ne, also es ist... Ich habe gesagt, du sollst einfach nur deine Schwäche. Klappe halten. Genau das, was du vorhin auch zu mir gesagt hast. Das habe ich nicht. Ich habe das aber nicht in diesem Ton gesagt. Ich weiß ganz... Ich habe das nicht in diesem Ton gesagt. Wir sagen das beide gerade die ganze Zeit ruhig. Ich habe nicht zu dir gesagt, du sollst die Klappe halten. Ich habe gesagt, du bist ruhig. Ruhig sein und ja, Klappe halten sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich habe gesagt, du sollst mal die Klappe Sachen. Halten, weil es dir auch mal ganz gut tun würde. Und ich weiß ganz genau, dass du das gerade machst, um mich zu provozieren. Ja, das mache ich nicht, um dich zu provozieren. Aber ich bin halt nicht doof, Kahn. Ich bin doch, halt echt nicht doof. Doch, du bist doof und ich verstehe auch gar aber nicht, warum Flo mit... Ich verstehe auch gar nicht, wie Flo mit dir also mehr als 5 Minuten sprechen kann, ohne zu verblöden. Das verstehe ich gar nicht. Ja, Kahn, aber ich verstehe doch auch nicht, wie es deine Frau mit dir immer aushält. Und trotzdem... Irgendwie muss es ja anscheinend gehen. Aber ich halte dir das ja auch nicht die ganze Zeit vor. Ja, doch schon ein bisschen. Aber was ich dir vorhalte, ist, dass du eben echt verdammt laut reden kannst, Kahn. Und das könnte dir natürlich heute zum Verhängnis werden. Was denn? Ich hörte dich gerade ein piepsiges Geräusch machen. Musstest du da gerade etwas unterdrücken? Ja, ich war gerade bei minus 17, glaube ich, ungefähr. Ups. Ja, kurz vor minus 15. Ist das eigentlich hier heute ASMR Tower of Hell? Nee, nicht ganz. Doch, ich finde schon. Dafür sind wir, glaube ich, noch nicht leise genug. Doch, ich finde schon. Aber es ist heute mal ein entspanntes Tower of Hell, muss ich sagen. Ist doch schön. Einfach mal ohne Geschrei,
Danja, aber vielleicht sollte dein Ziel auch mal sein, also schön und gut, dass du diese Challenge machst, aber vielleicht sollte dein Ziel auch mal sein, dass du einen Tower schaffst. Ne? Das könnten wir mal als Challenge machen. Schaff doch mal einen Tower. Ich habe schon mal einen Tower geschafft. Ja, aber ich so vernünftig. Ich würde dir empfehlen, das nicht schon wieder als Challenge zu machen, sonst musst du mir nämlich schon wieder deine ganzen Pets abgeben, falls du dich noch erinnern kannst. Ja, ich weiß. Das lief nicht so gut für dich, als du das letzte Mal dich so über mich lustig gemacht hast. Erinnerst du dich noch an den Schmerz? Ja, das tue ich. War nämlich echt ganz schön hart für dich. Es tat mir auch ein bisschen leid, aber... Boah, ich würde jetzt am liebsten popeln. Du möchtest gerne popeln? Ja, weil meine Nase juckt. Du kannst popeln. Nö, mach ich nicht. Was ist das? Mann! Wie laut warst du gerade? Ich war nicht laut. Ich war nicht laut. Wenn ich laut spreche, bin ich lauter, als wenn ich "Och Mann" sage. Ich bin einfach genauso schlecht wie Danja. Wow. Dass du jetzt direkt schon wieder in diesen Modus übergehen musst, ne? Das finde ich ja echt schon ziemlich verwerflich. Danja? Bitte? Du kriegst von mir einen 200€ Amazon-Gutschein, wenn du jetzt so laut schreist, wie du kannst. Kahn, ich glaube, das stimmt nicht. Versuch doch. Und selbst dann, ich lass mich doch nicht kaufen für 200€. Kannst aber vergessen. 200€ Amazon-Gutschein ist so viel weniger wert, als die Ehre bei einer Challenge zu gewinnen. Das Ding ist nämlich, dass du aktuell hinten liegst bei dieser Challenge. Ich versuche einfach jetzt aufzuhören zu reden. Dann das habe ich doch vorhin schon gesagt, dass dir das helfen würde. Ich falle die ganze Zeit runter, das macht mich echt wahnsinnig. Aber ich muss sagen, wir sind darin schon sehr viel besser geworden. Wir sind wirklich besser geworden, Kahn. Warte, stopp. Wir? Ja, ich war wir haben immer doch sowas gut. schon mal gemacht. Ach, du meinst mit dem Nicht-Schreien? Bei Towerfell. Du meinst mit dem Nicht-Schreien? Ach so, ja, stimmt, ja. Gut, ich bin auch zu Hause und meine Nachbarn beschweren sich sowieso immer, also ist das momentan sowieso nicht so schwer. Was ist denn los? Warum stürze ich denn immer wieder an der gleichen Stelle ab? Ich schwör's dir, ich box gleich in diesem Bildschirm. Bitte, bitte box mal in den Bildschirm, Kahn. Richtig laut am besten. Oh. Echt so ein bisschen. Also das Ding ist, man könnte ja meinen, dass das für uns etwas entspannender ist, wenn man sich nicht so aufregt. Mm-mm, auf gar keinen Fall. Aber ich habe gerade die ganze Zeit das Gefühl, dass ich nach dieser Challenge ein vierwöchiges Yoga-Retreat auf den Malediven brauche. Einfach, weil ich meine Emotionen nicht rauslassen kann. Auf den Malediven? Oh, wenn ich das schon wieder höre. Ne? Wenn ich jetzt deinen Spruch schon höre, dann könnte ich auch schon wieder ausrasten. Ja was, das ist doch auf so. Auf den Malediven, oh. Als ob du das leisten kannst. Ja, kann ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Vielleicht an der Nordsee. Sylt. Ich schwör's dir, ich krieg gleich zu viel, ne? Sylt können wir uns auch nicht leisten. Ich habe so leise gehustet, dass es nicht gezählt hat. Weil mein Husten zählt natürlich auch. Also wenn ich huste, dann habe ich halt Pech. Boah, Kahn, warst du das? Was denn? Ey, Kahn, ich hasse dich wirklich. Ich hasse dich. Du bist so... Ey, ganz ehrlich. Du hast nichts gesagt. Ich darf das doch machen. Oder Leute, ich darf das doch machen. Ich sehe da jetzt kein Problem. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Weißt du, wo ich das Problem sehe, Kahn? Mhm. Bei dir. Bei dir sehe ich ein Problem. Weißt du, wo ich einmal diese Challenge gemacht habe, wo ich sozusagen alles aktiviert habe? Mhm. Habe ich diesen Unsichtbarkeits Filter gekauft? Ja. Und dann... bin ich im Video und ich kann mich dran erinnern, wie ich dann sage, hey, ich glaube, es sind alle geliefert, weil ich sehe überhaupt keinen mehr. Dann ist mir 2-3 Sekunden später eingefallen, ach so, ja stimmt, ich habe ja Unsichtbarkeit gekauft. Ehrlich, ich bin manchmal erstaunlich über mich selber, ehrlich. Manchmal erstaunlich über mich selber. Oh, jetzt nervt es mich auch ein bisschen. Ich kann, aber das ist schon wirklich selten dämlich, ne? Aber es klingt halt echt schon sehr nach dir. Oh nee.
Ja, okay, mein Huster hat jetzt leider ausgelöst. Damit bin ich leider etwas zu laut gewesen, glaube ich. Ja. Aber es ist wohl, wie es ist. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei so einer Übernachtung, wenn ich bei einer Freundin übernachtet habe und die Eltern waren schon am Schlafen und man hat sich nachts noch so lustige Sachen erzählt. Also sowas wie, weißt du, was witziger ist als 22? Ach so, ja, dieses, ja, okay. So ein Mist halt. Weißt du, wie mir das... gelacht und du darfst aber nicht laut lachen, weil du sonst die Eltern aufweckst. Ja, ich weiß. Weißt du, was gerade viel witziger ist? Also dadurch, dass der Tower nicht zu Ende geht, ich dachte gerade, das fühlt sich so an, wie wenn man morgens bei Freunden wach wird und man ist der Erste, der wach ist und es ist gerade mal so 5 Uhr morgens und man kann nicht mehr schlafen. Boah, das ist auch ganz schlimm. Ja. Und dann liegst du da so und ja. Dann hast du am Ende noch keine Decke so bekommen und ja. Hast dich so zugedeckt mit so einer Zeitung von 1960. Hast auch so kein richtiges Kissen, liegst auf so einer PET-Flasche. Dann ja, musst du immer übertreiben. Ja. Ich übertreibe nicht, es ist so. Ist ja schön, wenn du so gute Freunde hast. Ich habe echt keine Lust mehr auf diesen Tower. Ehrlich, ich bin jetzt schon frustriert. Ist ja auch hoffentlich gleich vorbei. Außer irgendjemand kauft jetzt noch verlängerte Zeit für diesen Tower. Hä? Aber jetzt ist doch hier schon eine neue Stage da. Warum ist denn jetzt hier immer noch Invisibility? Khan? Ja? Hast du mehr Zeit gekauft? Wie denn? Wir sind doch auf der gleichen Stage. Hast du mehr Zeit gekauft? Nein, wie denn? Ich kaufe doch hier nicht jetzt die ganze Zeit. Plus, da steht doch Plus und wir sind doch hier immer noch invisible. Keine Ahnung. Alter, sag mal. Aber das ist doch eine neue Stage. Ganz ehrlich, wenn ich dich das nächste Mal sehe, hau ich dir einfach nur dafür so richtig... Ey, nee, also was denn? Nee. Was denn? Ey, Khan, ehrlich. Was denn? Ehrlich. Was willst du denn jetzt von mir? Du hast doch ganz klar hier mehr Zeit gekauft. Das steht doch da. Just Cantastic bought extra time. Ich sehe das doch. Du bist so ein... Boah, ich finde gar kein Wort dafür, weil alle Beleidigungen, die mir so geläufig sind, reichen einfach nicht. Sie reichen nicht. Warte, ich muss kurz in den Chat gucken, was die Leute schreiben. Snow! Aber warum macht man nicht einfach, also wir machen jetzt gerade eine Challenge, okay, verstehe ich. So, ja. Warum wechselt man nicht einfach den Server? Ja, das wäre ja jetzt auch ein bisschen langweilig, oder? Wenn ich jedes Mal, wenn du mir auf die Nerven gehst, den Server wechseln würde. Ich meine die anderen Spieler und Spielerinnen gerade. Ach so, ja, vielleicht sind die schon ein bisschen weiter oben. Ich glaube nicht, Danja. Ich sehe auch keinen. Ja, oder die spielen hier mit Freunden zusammen oder sowas. Ja gut, dann können die doch gemeinsam einfach den Server wechseln. Ja, also Khan, ganz ehrlich, du brauchst jetzt nicht die Schuld bei denen suchen. Okay, weißt du was? Ist in Ordnung. Du kannst die Schuld zu 1000% bei dir suchen. Nein, nix, Danja. Du kannst einfach mal aufhören, dich ständig so einen Mist zu kaufen. Das macht ja alle Leute fertig. So, okay. Ganz ehrlich. Oh, guck mal, alle hier unten, schön. So, jetzt Khan, kannst du aber ruhig mal einen Tower schaffen. Ich hab's lange nicht mehr gesehen, dass du hier mal einen Tower geschafft hast. Ey, nee, ganz ehrlich, es ist mir vollkommen wurscht. Es ist mir wirklich absolut vollkommen egal, was jetzt hier passiert. Nee, nein, einfach nein, nein, danke schön. Es ist, nee, gut, danke, Khan. Es freut mich wirklich sehr, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Danke. Düsseldorf, wir sehen uns. Das war's jetzt mit dieser Challenge. Ich kann nicht mehr mit Khan aufnehmen, ich kann dich nicht mehr hören, ich kann dich nicht mehr sehen, nichts. Oh, ich liebe das. Diese Unsichtbarkeit ist so, es ist die beste Erfindung, die es jemals bei Tower gab, um einfach Leute zu nerven. Das kriege ich im Real Life noch nicht mal hin, aber viel Spaß auf dem Server. Ja, und ich glaube, ich habe die Lautstärke-Challenge immer noch gewonnen, also die Leise-Sein-Challenge. Also, danke. Tschüss.